Herzlich willkommen zu JAX TV von der JAX 2015 hier in Mainz. Bei mir steht Uwe Friedrichsen von Codecentric. Moin. Moin, genau. Später Nachmittag. Wir wollen uns ein bisschen über eine These von dir unterhalten, die man eigentlich nicht kurz zusammenfassen kann. Deswegen kriege ich wahrscheinlich gleich eine lange Antwort. Aber du bezeichnest heute die IT als das Nervenzentrum eines Unternehmens. Nerven zeichnen sich dadurch aus, dass sie schnelle Reaktionszeiten haben. Was ist das für dich? Das Problem, was ich sehr viel in der heutigen Art und Weise, wie sich IT-Organisationen aufstellen, sehe, ist, dass sie sich immer noch sehr stark an den Grundlagen des Software-Engineerings orientieren, die in den frühen 70ern gelegt worden sind, letzten Endes. Ich meine, die Software-Engineering ist entstanden als eine Reaktion auf die Software-Krise. Das heißt also, erstmalig war man in der Lage, Fachbereiche so selektiv an einzelnen Stellen zu unterstützen, durch Programme halt. Ich mache da mal einen Report, ich mache da mal eine kleine Analyse. Sehr selektiv. Ich meine, die Rechenleistung, die man damals aus so einer Mainframe hatte, ist ungefähr ein Tausendstel von dem, was man heute beim normalen durchschnittlichen Handy hat. Also entsprechend eingeschränkt war das. Trotzdem fanden das dann die Fachseiten so toll, dass sie sagten, sie wollen mehr davon. Und man stand vor dem Problem, ich möchte jetzt einfach skalieren, dieses Software schreiben. Und dann hat man überlegt, und das gerade die Software-Krise. Das heißt also, die Anfrage nach Software war viel höher als die praktische Lieferfähigkeit, weil das war vorher so eine Manufakturkunst gewesen. Und dann überlegte man, wie kann man das jetzt so ein bisschen systematisch lösen? Ach, das Problem hatten wir doch Anfang des 20. Jahrhunderts schon mal. So Autobau, Industrialisierung, sonst was. Lass doch mal diese Prinzipien übernehmen. War eine tolle Idee zu der Zeit und so sind eigentlich so die ganzen Grundlagen des Software-Engineering entstanden. Das Problem ist nur, zu der Zeit befanden sich auch Unternehmen in ganz anderen Märkten als heute. Das heißt, der Markt war damals im Normalfall für den meisten Unternehmen in fast allen Branchen ein weiter, relativ unlimitierter Markt, in dem es eigentlich darum ging, Massenproduktion zu machen. Reaktionsgeschwindigkeit war nicht das Thema, sondern relativ stabil, langsame Märkte gewesen. Das hat sich aber in den 80er, 90ern, Globalisierung, Internet und so weiter, hat sich das also massiv geändert und heute haben wir eigentlich fast überall hochdynamische Märkte, in denen es also extrem auf Reaktionsgeschwindigkeit ankommt. Und jetzt kommt als zweites dazu, dass wir auf der anderen Seite die IT haben, die damals ganz selektiv einzelne Teile der Fachseite unterstützt hat, einzelne Geschäftsfunktionen, die auch nochmal in sich sehr stabil eigentlich waren. Und dann hat sich das Ganze aber so im Laufe der Zeit durch die Steigerung der Leistungsfähigkeit, durch den Siegeszug der PCs, durch den Siegeszug der Vernetzung des Internets und alles dahingehend gewandelt, dass wir mittlerweile nicht mehr nur ganze Geschäftsprozesse unterstützen, sondern dass die IT eigentlich zum Nervensystem des Unternehmens geworden ist. Das heißt also, die gesamte DNA des Geschäfts ist in die IT kodiert. Ich bin nicht mehr in der Lage eigentlich, irgendwas an meinem Geschäft zu ändern, neue Produkte, neue Features, neue Abläufe einzuführen, ohne meine IT anzufassen. Wenn ich diese zwei Beobachtungen jetzt zusammennehme, ich muss als Unternehmen sehr hohe Reaktionsgeschwindigkeit zeigen und auf der anderen Seite meine IT mir meine Reaktionsgeschwindigkeit, meine maximal mögliche irgendwo mit diktiert. Es gibt andere Faktoren, aber es ist halt ein essentieller Faktor. Dann stelle ich halt fest, dass es nicht mehr darum geht, wie früher in den frühen 70ern, dass ich möglichst kosteneffizient Produktion von Software skaliere, sondern dass es eigentlich darum geht, dass ich den Durchlaufzeit, die Cycle Times durch diese Wertschöpfungskette von ich habe eine Art Idee, was der Markt gerne hätte oder ich glaube zu wissen, was der Markt gerne hätte, zu der Kunde kann es ausprobieren und sagen, es gefällt ihm oder nicht, dass diese Durchlaufzeit, diese gesamte Wertschöpfungskette der IT einfach essentiell werden. Also es geht nicht mehr darum, kosteneffizient zu skalieren als Haupttreiber. Kosteneffizienz ist immer ein Treiber, aber es ist nicht mehr der Haupttreiber. Der Haupttreiber ist Reaktionsgeschwindigkeit. Wie schnell komme ich durch die gesamte Kette durch? Von der Idee bis live. Wie soll das funktionieren? Ich meine, die Beschreibung von dir läuft auch auf Systeme hinaus, die siloartig aufgebaut sind, die monolithisch sind, die riesig sind. Und die willst du jetzt antreiben, die willst du beschleunigen. Wie kann man die IT einfach, muss man die ersetzen? Willst du dann eine Revolution innerhalb dieses IT-Denkens, innerhalb des Engineerings? Letzten Endes, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Revolution ist. Wahrscheinlich ist es ein Stück weit eine Revolution. Aber das, was wir auf jeden Fall tun müssen, ist, wir müssen diese gesamten Ideen und Ziele, die wir haben, die wir verfolgen und diese gesamten
Ideen, wie wir Dinge tun in der IT, also sowohl auf organisatorischer, auf Prozessebene, bis hin über Technologien und wie die Menschen praktisch ticken müssen und wie wir das Ganze verwalten, so Governance-Ebene, müssen wir eigentlich neu denken unter diesen neuen Treibern. Und das, was ich halt für mich festgestellt habe, ist, wir kommen dann zu Antworten, wenn man das durchdenkt, die sehr unterschiedlich zu dem sind, was wir so die letzten 20, 30 Jahre als so tut man das gelernt hat. Wie sollte man es denn jetzt tun? Also was für eine Antwort schwebt dir da vor? Ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich die perfekte Antwort dazu kenne. Ich bezweifle auch, dass es... die perfekte Antwort wird es doch nicht geben, aber was man weiß aus der Organisationslehre heraus ist, dass man praktisch für Reaktionsgeschwindigkeit braucht man eigentlich relativ autonome Teams, die, wo ich die Verantwortung dezentral weitergebe, damit ich die entsprechende Reaktionsschnelle. Zentralistische Strukturen haben einfach das Problem, dass ich immer wieder diese langen Rückkopplungswege habe. Also interessanterweise, man denkt ja immer, das Militär ist ja da ganz fürchterlich, was das angeht, aber interessanterweise, nachdem die Preußen also vernichtend von Napoleon geschlagen worden sind, haben sie ihr gesamtes zentralistisches Denken sehr in Frage gestellt und haben das schon 1700 irgendwas komplett neu gedacht, das Ganze. Also Klaus von, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß, irgendeinen von Clausewitz und sonst was, da gab es einige schlaue Leute, bestimmt habe ich den Namen jetzt falsch gesagt, macht aber nichts, die dann gesagt haben, wir müssen anders vorgehen, wir müssen eigentlich die Ziele und die Rahmenbedingungen vorgeben und müssen es dann der nächst niedrigeren Ebene freistellen, wie sie denn in der Lage sein will, diese Ziele und Vorgaben umzusetzen, bis eben herunter zu den kleinen Einheiten dann, weil ich nur so die Flexibilität und die Reaktionsgeschwindigkeit kriege, die ich brauche, um in diesem Fall eine Schlacht zu gewinnen. Gut, nun mögen natürlich manche Leute auch in der IT martialische Phrasen gerne dreschen, aber glücklicherweise sind wir jetzt hier nicht im Krieg oder sonst etwas, sondern aber wir brauchen auch diese Prinzipien der Autonomie und der Reaktionsgeschwindigkeit in der Organisation. Und da bin ich dann ganz schnell bei so Dingen wie DevOps-Teams. Das heißt also, cross-funktionale Teams, wo ich alle Skills drin habe, um einen bestimmten Teil meines Geschäftes zu überblicken und darauf reagieren zu können, von der Fachseite bis hin zu betrieblichen Fähigkeiten, die eben dann das ganzheitlich diesen Teil verwalten dazu. Auf der Gegenseite brauche ich natürlich auf der technologischen Seite, auf der architektonischen Seite, brauche ich wieder ein Gegenstück, also Conway's Law, ein zurzeit gerade wieder sehr populärer Begriff. Funktioniert in beide Richtungen. Einfach, wenn ich überlege, ich habe einen großen Monolithen, wo also alles an allem irgendwie hängt. Das ist so eine kleine Seiteneigenschaft von Monolithen. Also einen gut strukturierten Monolithen habe ich leider noch nie so wirklich gesehen, auch wenn man immer darüber redet. Und ich habe dann also autonome, dezentrale Teams, die alle an dem gleichen Monolithen arbeiten, haben die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich in Meetings zu setzen, miteinander zu überlegen, wie praktisch sie ihre Abhängigkeiten aufgelöst bekommen. Also brauche ich dort auch kleine modulare Einheiten, wo die Teams relativ autonom agieren können. Ich brauche ein paar wenige Regelungen, wie diese auf technischer und organisatorischer Ebene zusammenarbeiten. Dann sind wir bei einer neuen Idee, wie man Unternehmensarchitekturmanagement denken kann. Wenn ich viele und autonome Einheiten habe und die betreiben möchte, ich möchte jetzt auch die Flexibilität, die Reaktionsgeschwindigkeit, ein bisschen Infrastruktur haben, dann sind wir bei Cloud-Technologien. Ob ich das jetzt mit virtuellen Maschinen oder zukünftig mit Containern umsetze, also ich glaube eher an die Container. Das ist aber, das liegt einfach daran, dass diese besser geeignet sind, diese Einheiten praktisch, diese Services, nehmen wir das Schlagwort, das halt den Hype-Begriff zurzeit, Microservices, diese Idee aufzugreifen. Und ich praktisch die Verwaltbarkeit dieser Microservice-Landschaft in die Container-Infrastrukturen übergeben kann und nicht mehr mir noch eine eigene Verwaltungsebene aufbauen muss, sondern mir die Container-Infrastruktur, Kubernetes geht in die Richtung, aber auch Frameworks wie Aurora und wie sie alle zurzeit wie Sand am Meer entstehen. Ich meine, ich blicke da auch im Moment nicht so ganz durch, was da alles am Markt ist. Die kambrische Explosion tobt da halt zurzeit gerade in ihren schönsten Auswüchsen. Ja. Aber es ist einfach ein super spannendes Infra-Ökosystem, das da entsteht, was aber auch eine Anfrage letzten Endes, ein Bedürfnis auf der Governance-Ebene, wie ich das Ganze steuere, das ist eigentlich schon gelöst, weil da gibt es Konzepte wie Beyond Budgeting oder von dem Nils Fläging weitergedacht oder den Begriff Beta-Kodex. Braucht man nur nachzugucken und da sind eigentlich die gesamten Management-Praktiken mit Steuern über Ziele, mit Dezentralisierung, mit Verteilung von
Verantwortlichkeiten, mit führen praktisch über gemeinsame Ziele, also keine expliziten Goalsheets, die sich gegenseitig kannibalisieren, sondern alle ziehen am gleichen Strang und so weiter und so fort, ist da alles also wunderschön schon ausgedacht. Das klingt jetzt so, als wäre für beide Elemente, also sowohl für die technische Seite als auch für die organisatorisch-menschliche Seite, die Modelle da. Ja. Wie muss man das nun umsetzen? Ich meine, wenn die Modelle da sind, das reicht ja noch nicht, dass es wirklich passiert. Also das sind ja, die Umsetzung ist ja immer das Schwierige. Ja. Ja, wir können ja nicht unsere Organisation umstrukturieren und was soll denn unser Kunde davon denken oder wie mache ich das meinem Management klar? Das sind ja Faktoren, die dann auch reinspielen. Nur weil die Modelle da sind, kommen wir ja nicht weiter. Gut, an der Stelle muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe damals mal irgendwann Informatik studiert und nicht Psychologie. Mhm. Und so gesehen gebe ich zu, dass ich so als Change Manager mich selber als relativ lausig einstufe. Mhm. Es kommt auch noch dazu, dass mir auch so ein klein bisschen die Geduld fehlt. Also so im deutschen Raum ist es ja sehr üblich, dass man kommt mit einer neuen Idee um die Ecke, die muss noch nicht mehr revolutionär sein und also alles, was einem immer entgegenschlägt, ist also nicht die unverhohlene Begeisterung, sondern eigentlich immer nur Ja-Aber. Mhm. Also es tummeln sich eigentlich nur die Ja-Abers, warum das eigentlich nicht gehen kann. Und ich gebe auch zu, ich habe da echt keine große Geduld. Also ich sage den Leuten immer ganz gerne, warum man das tun sollte aus meiner Sicht, wie dieses Bild aussieht aus meiner Sicht. Ich biete mich auch gerne als Sparringspartner dafür an. Aber durch die Tür durchschieben tue ich persönlich niemanden wirklich. Also dann sollte derjenige schon selbst davon überzeugt sein, was das angeht. Was ich aber gesehen habe, was in manchen Unternehmen funktioniert, also um das nicht ganz blank stehen zu lassen, das Ganze, ich glaube, am ehesten funktioniert so ein Wandel, indem ich eine Keimzelle aufsetze. Das heißt, also es gibt eine Menge Unternehmen, die machen so eine Art Start-up im Unternehmen auf, wo das komplett unabhängig vom Rest des Unternehmens arbeiten kann und das nach diesen neuen Prinzipien arbeitet. Und dann, da geht zum Beispiel auch Beta-Codex sehr stark drauf ein, über Peer-Pressure zu arbeiten. Und zwar in dem Sinne, ich messe gewisse Kennzahlen, die für mich relevant sind für die Zukunft. Zum Beispiel eben diese Cycle Times, von wie lange braucht eine Anforderung, bis sie in Betrieb ist im Durchschnitt. Und wie hoch ist gleichzeitig meine Stabilität, die ich im Betrieb habe. Wie schnell kann ich auf Änderungsanforderungen reagieren. Wie hoch ist mein Durchsatz. All diese Sachen, die relevant sind für so ein Unternehmen der Zukunft. Und die messe ich einfach. Und die mache ich einfach nur für alle transparent. Ich habe keinen im Kopf ab, ich gehe nicht hin und kritisiere jemanden dafür. Ich mache das nur allen sichtbar. Kein Mensch hat Lust, als Letzter auf dieser Liste zu stehen. Und plötzlich sagen die, die sind 50 Mal schneller als wir. Wie kann das sein? Betuppen die oder was? Und dann guckt man nach plötzlich und dann wird Interesse. Und komme ich jetzt von dieser letzten Position weg und so weiter. Und so kann man es, meine naive Nicht-Change-Manager-Hypothese, am ehesten umsetzen, einen solchen Wandel. Dann lassen wir das Change-Manager mal beiseite und sagen, gut, wir haben die Methoden, sowohl für die Fachleute als auch für die IT selbst. Kommen nochmal zum Warum zurück, das ist von der Wertschöpfungskette gesprochen. Also wenn die IT läuft, fließt Geld. Das ist die kurze Formel. Und erst am Ende der Kette wird Geld produziert. Dazu muss die IT aber laufen. Jetzt hast du die Idee, okay, wir machen das alles in Microservices, sowohl die menschlichen Einheiten, also die Units, die da arbeiten. Ich meine das jetzt nicht als Objektreduktion der Individuen, sondern eben diese Einheiten von Entwicklern und Ingenieuren, Architekten, Fachseitenleuten, die dann zusammenarbeiten in einem kleinen Team und kleine Einheiten auch in der IT-Technologie. Die müssen am Ende so funktionieren, dass der Kunde im Prinzip, der das Geld ja hat, denn da wollen wir ja hin, ans Geld vom Kunden, wenn man es kurz macht, dass der Kunde zufrieden ist mit dem Service. Und das ist ja auch so ein Ding. Heute wird doch schon überall 99,9% Verfügbarkeit von allem versprochen. Also wieso willst du dann noch weitergehen, wenn wir schon 99,9 haben? Wenn man überhaupt erstmal 99,9% hat in der Praxis, also erstens, also das, was ich bei vielen SLAs sehe, ist, dass sie ein klein bisschen geflunkert sind, dann sagt man, man hätte gerne, also die 9 wird ja kaum von jemandem gefordert, 99,5%, aber exklusive geplanter Downtimes, die ich übrigens mindestens einmal pro Woche habe oder sonst was, wo ich dann also Regelwartung mache. Wenn ich dann also danach rechne, bin ich dann irgendwie bei 95-97% dann an realer Verfügbarkeit oder sonst was angekommen. Der Punkt ist aber, in letzter Instanz, ich habe also zwei gegenläufige Bewegungen jetzt hier. Ich habe auf der einen Seite, werden die Kunden eigentlich immer, ich möchte nicht verwöhnter sagen, aber ja gut, gewohnter eigentlich. Die gewöhnen sich eigentlich immer mehr
an, diese Verfügbarkeiten, die Ihnen Services wie ein Amazon, Google, eBay und wie sie alle heißen, anbieten. Also never down, zero downtime letzten Endes. Also die absolute Ausnahme, wenn mal was nicht verfügbar ist. So sehr die Ausnahme, dass dann direkt also Riesenwellen quer durch Twitter und alle Medien durchschlägt, dann wenn das tatsächlich mal weg ist. Also bei vielen Unternehmenssystemen wäre es so, also dass die Leute eher anfangen zu twittern, wenn es verfügbar ist, also gefühlt eher. Ne? Ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass es also irgendein Riesenproblem oder sonst irgendwas, dass es eine Riesenwelle produzieren würde, wenn das System mal nicht verfügbar ist, wie man es sieht. Und das heißt, wir haben also immer höhere Erwartungshaltung bezüglich der Verfügbarkeit. Auf der anderen Seite gehen wir jetzt hin und gehen auf immer kleinere unabhängige Einheiten. Das heißt, wir bewegen uns in eine Welt der verteilten Systeme. Und verteilte Systeme haben halt nun mal die Eigenschaft, dass dort Fehler passieren. Das weiß man seit 30 und mehr Jahren, seit man also so sich mit verteilten Systemen genauer beschäftigt, die sehr schwer vorhersagbar sind und die auch sehr schwer kontrollierbar sind. Traditionelle Stabilitätsansätze sind hingegangen und haben gesagt, ich habe nur ganz wenig Fehlerquellen, war so die Idee gewesen. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass meine Hardware einen Ausfall hat. Und da kann ich vorne weggehen und kann also viele Maßnahmen ergreifen, dass überhaupt gar kein Fehler entsteht. Und hat versucht, praktisch so ein System stabil zu machen. Das funktionierte auch recht gut, aber mittlerweile haben wir halt hochvernetzte, komplexe, verteilte Systemlandschaften. Und so Ideen wie Microservices treiben das auf die Spitze. Ja. Und in solchen Systemen sind Fehler nicht mehr der Ausnahmefall, sie sind einfach der Normalzustand. Und sie sind nicht vorhersagbar, wo sie herkommen, wann sie kommen, warum sie kommen. Ja, aber damit erhöhst du ja die Unsicherheit, also wenn Exakt. Du das weiter treibst. Wenn ich das Ganze weiter treibe, dann laufe ich eigentlich in die Ecke herein, dass ich normalerweise meine Verfügbarkeit, wenn ich keine weiteren Maßnahmen ergreife, reduzieren würde. Und deswegen muss ich halt auf Anwendungsebene, wir denken ja auch nochmal weiter, Infrastrukturen, Cloud-Infrastrukturen, die sehr schnell elastisch und dynamisch sind, aber auch nicht irgendwelche Höchstverfügbarkeiten garantieren, schon auf der Hardware-Ebene. Ich muss also auf Software-Ebene, auf meiner Anwendungsebene, muss ich Maßnahmen ergreifen, um die Verfügbarkeit wieder zu erhöhen. Und dann sind wir bei diesem Thema Resilient Software Design, was zurzeit also sehr populär ist. Es wird langsam sichtbarer, das Ganze. Das heißt also dieses Akzeptieren, dass Fehler nicht vermeidbar sind, dass sie passieren werden und dass ich einfach versuchen muss, so schnell und einfach wie möglich so schnell und zuverlässig wie möglich damit umzugehen. Auf eine Art und Weise, dass im Idealfall der Anwender überhaupt nicht mitbekommt, dass da ein Fehler passiert ist. Oder im nicht ganz so idealen Fall ich dann den mit einem reduzierten Service-Level weiterarbeite. Also dieses neumoderne Schlagwort Degradation of Service, was man dann immer wieder hört halt. Und da gibt es halt ganz viele Prinzipien und Muster, die sagen, ich versuche praktisch diese Teileinheiten, diese einzelnen Services oder wie auch immer ich es schneide, das ist auch eine fachliche Entscheidung mit, voneinander zu isolieren, dass kaskadierende Fehler eben sich nicht durchschlagen. Wenn A langsam ist und B A aufruft, soll B nicht langsam werden, sondern soll feststellen, oh, der ist langsam, lass mich mal einen Alternativplan versuchen und so weiter und so fort. Und dann eben mit verschiedensten technischen Maßnahmen dann eben diese Isolation herzustellen, die Komponenten von unabhängig zu machen, sehr stark darauf aufzupassen, eben wenn irgendwas falsch läuft, wenn irgendwas ausfällt, wenn irgendwas nicht mehr zuverlässig antwortet oder wenn irgendwas zu langsam wird, da eben dann aktiv darauf zu reagieren. Und das muss man halt in die Software einbauen. Dann sind wir wieder bei diesem Prinzip von Resilient Software Design. Okay, gut. Vielen Dank erstmal. Also das sieht doch so aus, da ist eine Idee, die viele Aspekte hat. Da werden wir wahrscheinlich noch viel von dir hören und lesen. Denn jetzt gerade wegen dem Resilient-Thema im Java-Magazin 5.15 war es. Da ist auch ein großer Artikel drin dazu. Kann man diese Details nachlesen. Die anderen Sachen sind wirklich spannend. Kommt wahrscheinlich eine neue Architektur auf uns zu, wenn ich das richtig sehe. Ich bin gespannt, ob das irgendwie funktioniert. Also es wird eine Menge sich bewegen. Ich meine, es bewegt sich ja auch zurzeit schon eine Menge in verschiedensten Richtungen. Also ich finde zurzeit, die Zeit, die ich im Moment sehe, finde ich mit am spannendsten von dem, was ich so in den letzten 30 Jahren beobachtet habe. Weil es werden halt diese alten Grundlagen, auf denen alles, was so die letzten 30, 40 Jahre aufgebaut worden ist, so diese Gesetze, das muss man so machen, werden wirklich aktiv in Frage gestellt. Die jungen Wilden, die mal teilweise gar nicht mehr so jung, aber noch immer relativ wild sind, wie eben die ganzen Internetunternehmen, haben angefangen, haben gesagt, wir machen das anders. Andere haben sich festgestellt, oh, die sind damit erfolgreich, das funktioniert wirklich und die sind um
Größenordnungen schneller und besser als wir an vielen Stellen. Ne? Müssen wir jetzt langsam auch mal reingucken und so. Und da wird eine Menge passieren. Ja, gut. Ich finde es spannend. Vielen Dank, Uwe. Ja, einfach zu den jungen Wilden zählen wollen und mitmachen. Danke. Danke auch.